bin die Marie und ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Frankreich, aus Nordfrankreich. Und ich wohne seit 4 Jahren jetzt in Deutschland, seit 2 Jahren in Freiburg. Ich bin auf der Schauspielschule hier in Freiburg im E-Werk. Ja, wie gesagt, seit letztem Jahr. Ja, also ich will Schauspielerin werden, das ist der richtige Ort für mich, glaube ich. Eher Richtung Theater, weil ich mag diese kontinuierliche Arbeit am Theater. Dass man an einem Stück arbeitet, von Anfang bis zum Ende, und zwar linearisch. Finde ich super. Wir haben ein Schwarzenbrett in der Schule und da gab es eine Anzeige und ich habe es durchgelesen und es ist mir ganz gut gefallen eigentlich. Und ich habe gedacht, okay, ich brauche Erfahrung, sie brauchen Schauspieler. Und das Projekt gefällt mir auch super. Es hat mich ein bisschen an diese Bücher erinnert. Ich weiß nicht, ob es sie auch in Deutschland gibt, wo der Leser der Held ist, mit netten Leuten mitarbeiten zu können, natürlich. Und ja, eben Erfahrung zu haben. Und ich finde es gut für mich. Und ich glaube, ich kann das auch. Ja, eine Zusammenarbeit, wie überall. Hi! Hi, Jenny! Hi! Hey, ich wollte kurz bei dir vorbeischauen, wie es dir geht und so. Alles klar, aber ich habe keine Zeit, sorry. Du wirst doch ein paar Minuten für deine Freundin übrig haben. Ja, normalerweise schon, aber heute nicht. Sorry. Was ist denn so wichtig, dass wir nicht mal kurz miteinander reden können? Wie geht's deinem Vater? Du unverändert. Aber jetzt musst du gehen, wirklich. Hey Jenny, was ist denn los? Ich habe hier einen Kerl kennengelernt und der kommt gleich. Ach so! Ja, ja, sag's doch gleich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hat deswegen siehst du so aus. Das klingt ja super. Und, wie ist das so? Du, ich werde dir alles erzählen, aber jetzt musst du wirklich gehen. Er wird gleich kommen. Ja, klar, verstehe. Er gönnt dir ruhig mal eine Auszeit. Das hast du dir verdient. Ja, ich wünsche dir viel Glück. Und wir sprechen uns dann morgen, ja? Danke. Tschüss. Tschüss.